um der Community auch einfach was zurückzugeben, ja? Damit ich sagen kann, hier, komm, habt da was, gönnt euch was, verkauft's und kauft euch ein Brot davon. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum lang erwarteten CSGO Skin Knife Giveaway mit 19 weiteren Skins. Dieses Giveaway zählt als 4.000 und 5.000 Abo Special. Ich habe ja damals bei 4.000 Abonnenten schon gesagt, wir machen Knife Giveaway. Aber es hat nicht lange gedauert, dann hatten wir schon die 5.000 und ich konnte gar nicht so schnell den Kram vorbereiten. Hier sieht man schon direkt das Stück, um das es hauptsächlich geht, das M9 Bayonet Doppler in Factory New. Wir haben es von Mervis geschenkt bekommen für dieses Giveaway, also er hat uns ja dieses Knife eben zur Verfügung gestellt, damit wir es oder damit ich es an euch verschenken kann, an die Community. Und das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der in diesem Giveaway auch noch eine sehr große Rolle spielen wird. Ich rate euch jetzt am besten schon mal sehr gut zuzuhören. Ihr müsst nicht unbedingt zwingend zugucken, aber es wäre gut, wenn ihr zuhört. Oder es ist auf jeden Fall gut, wenn ihr zuhört, weil ihr sonst möglicherweise direkt von Anfang an ausgeschlossen werdet aus diesem Giveaway. Ich werde euch jetzt so Stück für Stück die weiteren Skins zeigen, die es jetzt noch hier in dem Giveaway gibt und werde euch dabei eben die ganzen wichtigen Punkte erklären und aufzählen, was es hier zu beachten gibt. Es ist halt was ganz Besonderes jetzt, dieses Giveaway. Erstens, ihr müsst nicht zwingend ein Abonnent dieses Kanals sein. Ihr sollt Community-Mitglied der Dummbabbler-Community sein. Aber Abonnent ist nicht so wichtig. Ich will keine toten Abonnenten sammeln durch dieses Giveaway. Ihr müsst auch keine Likes geben oder sowas, wenn euch das nicht gefällt. Diese Voraussetzung gibt es nicht. Die gab es bei mir ja noch nie. Macht einfach mit. Und er freut sich dann an seinem Gewinn oder eben an seinem Verlust, je nachdem. Ich mache mal eben den nächsten Skin auf. Also dieses Knife ist eben für den Platz Nummer 1, für den ersten ist dieses Knife. Auf Platz 2 kommt diese Desert Eagle, Conspiracy, Stat-Track, nur für euch, für Shizzle Manizzle. Die Community ist in diesem Giveaway natürlich wieder ein extrem wichtiger Punkt. Also gerade jetzt bei so einem teuren Giveaway, es geht hier um 250 Euro ungefähr, die herausgegeben werden. Deswegen gibt es, wie gesagt, diverse Punkte, die beachtet werden sollten. Man hört jetzt an dauernd Community, Community. Wenn ihr mich jetzt das erste Mal seht, es ist auf keinen Fall zu spät, noch ein Teil der Community zu werden, bis dieses Giveaway ausgewertet wird. Dieses Giveaway geht nämlich über 2 Monate lang. In diesen 2 Monaten werde ich gewisse Dinge beobachten, sehr viele Videos speziell zu diesem Giveaway machen und auch alle Streams diesbezüglich werden auf dieses Giveaway gemünzt sein. Um es nochmal in Zahlen zu nennen, das Giveaway geht vom 1.2.2017, also von heute ab, bis zum 1.4.2017. Dann ist das Giveaway vorbei und die Auswertung beginnt, die dann wahrscheinlich nochmal eine Woche dauern wird, ungefähr. Und dann ist es auch schon soweit. Ich gehe mal kurz zum nächsten Skin über, bevor ich weiter erkläre. Ihr sagt ja bereits, dass euch die Ember Fate R8 Revolver sehr gut gefallen und deswegen gibt es hiervon direkt 3. Ihr merkt es vielleicht, ich muss mein Inventar so ein bisschen leeren. Ich habe mittlerweile über 1000 Objekte in meinem CSGO Inventar, das heißt, ich kann keine neuen Skins mehr annehmen und da ihr mir aber ständig neue Skins schenkt oder schenken wollt, muss ich halt auch so ein bisschen, ne, das ist so mit der Grund und den Detailierung darum. Davon gibt es 3 Stück direkt. Also für 3 verschiedene Leute R8 Revolver Ember Fate. Es werden 15 Leute, 15 Gewinner im Stream ausgewürfelt. Nach dem Giveaway an 2 unterschiedlichen Tagen, damit diverse Leute eher die Chance haben, daran teilzunehmen. Ich wollte jetzt nicht nur einen Auswähltag machen, weil das halt eben einfach kacke wäre, ne? Dann kann da jemand nicht und dann hat er schon geschissen, was zumindest die Stream-Ausziehungen angeht. An dem einen Tag werde ich 8 Leute ziehen, am anderen Tag werde ich 7 Leute ziehen, so sind schon mal 15 Leute ermittelt. Die anderen 5 Fehlenden werden über YouTube und allem anderen ermittelt. Also YouTube, Twitter, Snapchat, Facebook, das ist alles hier unten verlinkt. Die Steam-Gruppe, wer jetzt wie gesagt ganz neu ist, schau mal in die Videobeschreibung. Da sind alle Sachen verlinkt, wenn du da direkt was findest, wo du sagst, hey cool, da will ich vielleicht mal reingucken, mal schauen, was er da macht, mal gucken, was die ganze Community da macht in der Steam-Gruppe oder Lirum Larum. Schaut einfach mal vorbei und guckt mal rein. Somit habe ich 20 Leute, bei denen dann ein extra Auswahlverfahren angewandt wird und dann praktisch die Liste erstellt wird von 1 bis 20. Der erste bekommt das Knife, der 20. bekommt den 20. Skin und der Rest wird linear interpoliert dazwischen drin. An der Stelle erwähne ich es gerne noch einmal, wer jetzt das erste Mal zuschaut, kann nach wie vor der Knife-Gewinner sein. Aber auch direkt die Ansage an alle, Skin-Geier und so weiter, schwierig, schwierig. Höchstwahrscheinlich werdet ihr nichts gewinnen. Ich habe wirklich einige ausgefuchste Verfahren und vor allem auch einige Tools und Analyseprogramme, wo ich wirklich in die Zuschauerbindungen der Einzelnen reinschauen kann. Wenn jemand sagt, hey, ich habe das Video bis zum Ende geschaut, dann kann ich das prüfen. Wenn jemand sagt, hey, ich habe dich schon seit 30 Jahren abonniert, dann kann ich das überprüfen. Also es gibt keine Gaunereien mehr. Es geht hier einfach um Ehrlichkeit. Wir sind eine sehr gut wachsende Community und wir brauchen da keine Dödel, die halt dann noch den Kram irgendwie wegschnorren oder sowas. Deswegen gibt es da wirklich jetzt einige sehr, sehr viele Analyseverfahren. Sogar welche, die wirklich so trivial sind, dass es fast schon lächerlich ist. Wisst ihr was? Es sind schon einige ausgeschieden, weil sie am Video vor 2 Tagen, an dem ich das Giveaway angekündigt habe und gesagt habe explizit, dass heute ein Video kommt, in dem ich alles erkläre und hin und her. Die haben nur Knife Giveaway gelesen und haben in die Kommentare so geantwortet, so geschrieben, als wenn es schon das Giveaway wäre. Da muss ich gar nicht nachschauen, da weiß ich zu 100%, solche Menschen, die haben das Video 10 Sekunden geschaut und haben sich dann verpisst. Und so jemand bekommt natürlich gar nichts, er ist dann sofort ausgeschlossen. Lass mich mal eben den nächsten Skin öffnen, Moment. So, hier die Mac 7 Praetorian. Da es ein extra Video mit den Gewinnern gibt, in dem ich mich dann mit den Gewinnern in Kontakt setze, sind hier keine Links erlaubt.
erlaubt. Braucht man hier auch keine Links. Hier wären Links unnötig. Also keine Trade-Links und keine Steam-Links. Wer sowas postet, ist auch direkt aus dem Giveaway ausgeschlossen. Alle, die mich bereits kennen, werden diesen Fehler eh nicht machen, weil, naja, wie gesagt, es gibt halt jedes Mal ein Auslosungsvideo, in dem ich dann die Gewinner extra aufzähle, sie beglückwünsche und dann um die Links bitte. Somit kann man auch schon mal einen Großteil der Skin-Dödel eben herausfischen, weil die schon mal gar nicht bis jetzt schauen, ne? Die sind dann schon mal alle weg. Ist gut für euch, weil die Leute können schon mal nichts mehr gewinnen. Hier auch noch mal eine ganz wichtige Sache, die schnell nerven könnte. Fragt mich bitte nicht, bin ich schon ein Teil der Community? Kennst du mich schon? Sind wir Freunde? Liebst du mich? Oder sowas, okay? Das muss ich einfach zu meinem Selbstschutz sagen, weil sonst tausendmal diese Frage gestellt wird. Ich weiß, sie wird jetzt trotzdem tausendmal gestellt mit Kappa hinten dran oder so ein Scheiß. Das ist mir ja völlig wurscht. Aber bitte nicht ernst gemeint diese Frage stellen. Wer Teil der Community ist, weiß es. Der bekommt es mit. Ich nenne euch trotzdem ein paar Beispiele, weil manche einfach so extrem fantasielos sind. Wer die Videos aktiv schaut, wer kommentiert, wer Daumen nach oben oder nach unten gibt, je nachdem, wie es ihm gefallen hat. Wer auf Twitter irgendwie aktiv ist, wer auf Instagram aktiv ist, Snapchat, Facebook, meine Facebook-Gruppe, die Facebook-Fanpage, die Steam-Gruppe, in den Livestreams. Community-Mitglieder sind mitunter bei solchen Sachen aktiv. Nicht bei allen, das will ich gar nicht sagen. Würde ich auch nicht verlangen und ich verlange das auch gar nicht. Das sind zum Beispiel Community-Aktionen, an denen man Community-Mitglieder mitunter erkennen kann. Ich habe auch ein sehr gutes Gedächtnis. Leute, die aktiv in den Livestreams dabei sind oder zum Beispiel auch aktiv hier auf YouTube kommentieren, die Namen habe ich natürlich schon hier oben gespeichert. Ich kann die Namen natürlich nicht alle so aufsagen, alle 200-300 Namen. Aber wenn ich den Namen sehe, dann denke ich mir, ah ja, guck mal da, der kommt mir doch bekannt vor. Das kennt ja sicherlich jeder von euch, dieses, das habe ich doch schon mal gesehen, so ungefähr. Hier haben wir eine AK-47 Blue Laminate, Laminat, sogar in Factory New, Kinder, aha. Ich wollte mal eine recht lange Liste schreiben mit den ganzen Informationen, die ich nennen wollte, muss oder sollte, aber ich habe es nicht gemacht. Ihr kennt mich, also die mich kennen. Deswegen habe ich alles so oben drin, das purzelt so Stück für Stück aus mir raus. Zum Beispiel wird in diesen 2 Monaten, in denen das Giveaway läuft, ein weiteres Giveaway geben mit 10 Skins, mit 10 sehr geilen Skins sogar. Unter anderem eine AK-47 Vulkan. Das ist dann so ein ganz normales Standard-Giveaway, das 1 oder 2 Wochen läuft und dann eben ausgewertet wird. Also nicht so eine langwierige Sache wie das hier. Aber ich denke, ihr versteht, dass so ein großes Giveaway eben doch über eine gewisse Zeit laufen muss, damit auch diverse Dinge gesammelt werden können und mir Leute in den Fokus gerückt werden können. Ich habe auch einige Schläferzellen, einige Betrachter, einige Leute außerhalb in verschiedensten Medien, die eben das Ganze im Blick haben, ja? Und mir praktisch auch so diverse Updates geben. Wer, wo, was, wie und hin und her. Gerade so, ne? Oh, guck mal da, das ist auf jeden Fall hervorzuheben und hin und her. Zu der Verlosung im Livestream. Immer im Livestream sammelt man ja eine Streamwährung, die Bubble Dollar. Man bekommt pro Minute, in der man den Stream schaut, einen Bubble Dollar. Ab diesem heutigen Tag wird es x Streams geben und durch diese Streams erhält man, wenn man bei jedem Stream dabei ist, ungefähr 2050 Bubble Dollar. Höchstwahrscheinlich etwas mehr, weil ich immer überziehe. Ich stream übrigens jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Gerade weil ich bei den Streams immer mal wieder überziehe und vor allem auch mindestens einen, aber eher mehr extra Livestreams machen werde, ich habe ja gerade Semesterferien, wird man sicherlich 2100, 2200 oder sogar 2300 Bubble Dollar ergattern können. Um bei dem Livestream, beim Live-Giveaway mitmachen zu können, braucht man 2500 Bubble Dollar. Die restlichen noch fehlenden Bubble Dollar erhält man durch diverse Aktionen. Ich werde sowas machen wie, yo Leute, guckt euch mal dieses Video an und sagt mir, was für ein Wort ich bei Minute 4 geschrieben habe oder irgend so ein Scheiß. Und dafür gibt es dann 50 Bubble Dollar, 100 Bubble Dollar einfach aufs Konto drauf. Da kommentiert man dann praktisch unter dem YouTube-Video mit seinem Namen, also mit seinem Twitch-Namen und dann bekommt dieser Twitch-Account die Bubble Dollar gut geschrieben. Oder ich sage, hey Leute, guck mal da, ich habe was Lustiges auf Instagram gepostet, macht auch mal ein Foto oder irgendwie so ein Scheiß und dafür gibt es dann auch extra Punkte. Solche Community-Spiele, so Games praktisch. Und so kann man dann eben beim Knife-Giveaway im Stream mit rein entern, so nennen wir das immer, weil eben der Befehl, um daran teilzunehmen, Ausrufezeichen Enter ist. Die Streams, in denen diese Auszählung startet, werde ich auch noch ankündigen. Nicht heute in dem Video, aber die Videos werden kommen. Da ihr natürlich eh alle jetzt, die dieses Video schauen, euch denkt, das ist der beste Kerl auf der Welt und ihr ab jetzt eh jedes Video aktiv schauen werdet, zu 100%, hallo, bekommt ihr das natürlich mit. Ja, ist logisch. Der nächste Skin ist übrigens die Pipi Bison Osiris, die gibt es auch 2-mal. Von denen habe ich so viel, weißt du? Mir ist eben noch eine weitere Möglichkeit bzw. Seite eingefallen, in der sich Community-Mitglieder auch mitunter mal tummeln und zwar eben die Google Plus-Geschichte. Also auf Google Plus kann man auch aktiv Kram machen. Um euch einfach nochmal einen Punkt zu nennen. Wir haben sogar eine WhatsApp-Gruppe, eine der Dummbabbler WhatsApp-Gruppe, wobei ich da jetzt gerade nicht den Link dazu habe. Aber da könnt ihr einfach in der Steam-Gruppe nachfragen und da werdet ihr sicherlich sofort dazu hingeleitet. Hier auch nochmal, alle wichtigen Dinge sind hier unter dem Video verlinkt. Ihr müsst die Beschreibung aufmachen und da sind alle Sachen drin. Alle möglichen Verlinkungen zu jeder möglichen Geschichte, in der man aktiv sein kann, ist hier unter dem Video verlinkt. Ein weiterer Skin in diesem Giveaway ist die Ruby Poison Dart. Die sieht echt edel aus. Ihr habt jetzt sicherlich über die letzten paar Minuten meines Geschwafels herausfinden können, dass ich sehr Community-bezogen bin. Mir ist es halt einfach sehr, sehr wichtig, gerade weil
wir einfach so eine krasse, geile Geschichte am Laufen haben. Jeder, der davon Teil wird und das so ein bisschen mitbekommt, weiß, wie der Hase läuft. Ihr seid mitunter schon so krass verbunden, es haben sich schon Freundschaften gebildet, Zockergemeinschaften, alles mögliche. Es ist einfach so richtig schön, auch das zu sehen, als, ich sag jetzt mal, ich will mich jetzt gar nicht zwingend Oberhaupt nennen, weil wir ein Konglomerat sind, also wir sind so ein Haufen auf einer Ebene. Ich bin maximal der Koordinator, der eben diverse Ressourcen verteilt, auch in Zukunft dann wiederum Server eröffnet, damit wir auch einige Möglichkeiten haben, um noch besser zusammen zu agieren. Aber wir sind schon so ein wunderbarer Klumpen, ein Goldklumpen, zu dem immer weitere Goldteilchen hinzukommen. Und du kannst auch so ein Goldteilchen werden. Und ausschließlich, würde ich jetzt sagen, profitieren. Ausschließlich. Ich höre mich schon so an wie jemand, der für so eine Religion wirbt oder sowas. Es ist einfach nice bei uns. Wir haben gestern nach dem Livestream alle zusammen gespielt. Wir haben Battle Royale gespielt. Fick die Wurst. Mann, sind wir abgegangen. Es war richtig edel. Alle im Teamspeak, in einem Channel. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber am Schluss waren wir nur noch 12 oder sowas. Aber selbst mit 12 Leuten, also jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass es da recht laut zugehen kann. Aber es war geil. Ich kann einfach nur sagen, schaut's euch mal an. Seht das hier nicht nur als Chance, Skins abzustauben, sondern auch als Chance, einer wirklich tollen Gemeinschaft beizutreten und in Zukunft dennoch weitere Skins abzustauben. Denn es ist mittlerweile, glaube ich, das 30. Giveaway und es werden auch noch unzählige Giveaways kommen, auch ganz, ganz viele Knife-Giveaways und diese Sachen gehen halt einfach immer an Community-Mitglieder raus, um der Community auch einfach was zurückzugeben, ja? Damit ich sagen kann, hier, komm, habt da was, gönnt euch was, verkauft's und kauft euch ein Brot davon. Als nächstes haben wir die CZ75 Auto Red Astor. Wer meine Top 10 CSGO Skins Videos kennt, der weiß das, dass das meine Lieblings CZ75 Auto ist. Davon gibt's auch eine. Für den 11. Gewinner, wenn ich hier meiner Liste glauben kann. Ich habe die ziemlich furios geschrieben. Passt schon. An alle neuen Zuschauer, die bis jetzt durchgehalten haben, schon mal einen Applaus. Es ist schon mal einen Applaus wert, ja? Ihr könnt euch mal gerne einen Daumen nach oben geben. Man kann seinen Kommentar ja selbst bedaumen. Haut einfach mal rein. Das habt ihr euch schon mal verdient. Gerade bei einem neuen YouTuber, wo man nie genau weiß, wie der so drauf ist, da ist es schon nicht schlecht, wenn man so lange durchhält, ne? Aber ich habe anfangs ja auch gesagt, das ist wichtig. Also seid ihr vielleicht auch einfach nur aus Zwang da. Ich mache diese Giveaways, wie gesagt, schon lange und nutze sie natürlich, und das will ich auch gar nicht verschleiern, nicht nur, um der Community was zurückzugeben, obwohl das natürlich der Hauptgrund ist. Es hat auch den positiven Beigeschmack, dass die aktive Zuschauerbase größer wird. Es sind jetzt mittlerweile bestimmt 20% oder 30% der neuen aktiven Abonnenten, die reinkommen und offen sagen, hey, ich bin wegen dem Giveaway zu dir gekommen und bin wegen dir bei dir geblieben. Und das erwärmt mir natürlich das Herz. Das Giveaway ist in dem Moment für diesen Aspekt ein Mittel zum Zweck. Na klar, man sieht, oh, Giveaway, da schaue ich mal rein. Und dann denkt man sich, oh, ist der cool, der Kerl. Oder man denkt sich, ist der behindert, Alter. Aber ich bleib trotzdem, weil ich arbeite in einem Hilfswerk. Und schon wieder einen neuen aktiven Zuschauer gewonnen. Ein Mitglied unserer Gemeinschaft, ich will nicht andauernd Community sagen, so läuft es, so hat es zu laufen und so macht die ganze Show auch Spaß. Und mir ist auch ganz klar, natürlich ist mir klar, dass gerade beim Live-Giveaway sicherlich 80% der neuen Zuschauer, die jetzt gerade reinschalten, Skin-Geier sind. Aber selbst davon kann ich ein paar umdrehen, die dann hier bleiben. Verstehst? Als nächstes hau ich 5 in Zahlen. 5 die Dual Berettas Kobalt Quarz raus. Ich habe vor kurzem eine recht große Skin-Lieferung bekommen. Da waren 8 oder 9 Stück von diesen Kobalt Quarzes dabei. Vielen Dank nochmal an dich, Monsieur. Und jetzt hauen wir einfach mal direkt 5 raus. Ich weiß, es gibt einige Leute, denen die überhaupt nicht gefallen, aber ich finde sie einfach so richtig geil. Guckt euch mal dieses Pattern der Skins an. Diese Linien, die schon fast wiederum so kleine Diamanten bilden. Die Farbgebung an sich, so blau, türkis. Ist es türkis? Nee, blau, eher blau. Das ist halt wieder diese Männersache, ne? Blau-schwarz ist es, mit einem roten Punkt drin. Ich finde sie schön, ich finde sie schick. Nimm geschenken Gaul, guck mal nicht ins Maul. Und mach mal direkt mal den nächsten Skin auf. Wir kommen jetzt langsam dem Ende entgegen. Und jetzt kommt noch der erste Blue Skin rein. Die SSG 08 Abyss. Von der gibt es 2 Stück, die rausgehen. Das war wieder ein, ich sag mal, privater Wunsch. Ja, ich nehme private Wünsche an, aber nur, wenn es um kleine Skins, also um blaue Skins gibt. Denn es ist logisch, dass alle gern die großen haben wollen. Da muss man nicht speziell noch was wünschen. Es ist logisch, dass ich die raushauen soll. Aber wenn jemand einen speziellen Wunsch hat zu einem Blue Skin, wo jemand sagt, Alter, die ist ja mal geil. Solche Wünsche nehme ich dann natürlich gerne an, weil Blue Skins habe ich ewig viele und da fällt es mir eh immer schwer, dann die richtigen auszuwählen. Normalerweise mache ich immer solche Spiele in den Giveaways, also dass ich sage, um jetzt zu zeigen, dass ihr mitmacht und vor allem, dass ihr gut zugehört habt, müsst ihr jetzt den Namen des Menschen schreiben, der unter euch kommentiert hat, wenn ihr die Kommentare sortieren lasst oder sowas. Aber das ist hier irrelevant, weil einfach jeder mitmacht, der in der Community ist. Kommen wir nun zum letzten Skin, die MP7 Armor Core, die gibt es auch 2 für euch. Und somit haben wir die 20 Skins voll, wenn ich mich nicht verzählt habe. Anfangs war nur ein Gewinner geplant, also eben nur das Knife zum Vergeben. Aber ich dachte mir, hey, ich habe so viel Kram und ich will einfach, dass es Trostpreise gibt. Ich will, dass viel mehr Leute sich über den Win
schön freuen. Und alle, die verlieren, seid nicht traurig. Es gibt noch so viele Chancen für euch. Es gibt in jedem meiner Streams mindestens ein Giveaway, eher sogar zwei. Das heißt, ihr könnt allein in der Woche bei mir auf Twitch 4 Skins gewinnen. Jede Woche. Also ihr habt bei mir andauernd die Chance, Skins zu gewinnen. Die ganze Zeit. Ich haue Skins auch oft so raus, einfach an Leute, die herausragende Leistungen zeigen, wobei die Leistungen wirklich verglichen mit echter Leistung nicht groß sind. Mich hat vor kurzem jemand gefragt über die Hardware von meinem PC, wo ich das her habe oder so. Dieser jemand hat geschrieben, dass er hat in der Beschreibung geschaut, aber da steht nur XYZ, aber dieses Stück fehlt. Und da habe ich gesagt, ey, weißt du was? Schreib mir deinen Steam-Namen, ich schicke dir jetzt erstmal einen Skin rüber, weil du einer dieser winzigen Gruppe bist, die nicht direkt fragen, sondern in die Beschreibung gehen und nachschauen. Ich mache auch immer mal wieder solche Sachen, wo ich am Ende des Videos oder so kurz vorm Ende, so versteckt, dann sowas sage wie, alle, die jetzt noch da sind, schreibt einfach, ich bin behindert in den Chat, die ersten 5 davon bekommen Skins geschenkt oder Bubble Dollar geschenkt oder was weiß ich. Weil ich es einfach klasse finde, wenn man so ein bisschen auch selbst denkt, selbst Sachen erarbeitet und so weiter, so wie das jetzt mit der Beschreibung. Oder wenn ihr die Videos zu Ende schaut, das ist für mich als YouTuber das Größte, was ihr machen könnt. Ihr braucht kein Geld zu spenden, ihr braucht keine Skins zu schenken, ihr braucht nichts zu kommentieren, ihr braucht nichts zu abonnieren, nichts zu favorisieren und auch nicht zu daumieren. Wenn ihr einfach nur das Video von Anfang bis Ende schaut, macht ihr mir den größten Gefallen. Natürlich ist die Umkehrung davon das Schlimmste, wenn ihr nur kurz reinschaut. Da ich aber ermitteln kann, wer mir hier die Zuschauerbindung zerstört und immer nur kurz reinguckt, werden eben diese Leute keinen Spaß mehr haben hier, was jetzt Skins angeht, was spezielle tolle Sachen angeht und so weiter. Ja? Das ist der erste Punkt, der jedem in den Kopf schießen darf, wenn er sich oder mich fragt, hey yo, ich will dich unterstützen, bin aber noch zum Beispiel jung und hab kein Geld und wie kann ich dich trotzdem so gut es geht unterstützen? Video zu Ende schauen. Also auch nicht zwingend aktiv schauen, wenn du zwischendurch sagst, hey yo, ich muss jetzt einfach schnell einkaufen gehen und du die Möglichkeit hast, dein Gerät anzulassen, dann lass das Video einfach durchlaufen. Einfach bis zum Ende durchlaufen lassen. Am Ende hört das ja auf. Außer ihr habt Autoplay an, macht Autoplay raus. Diese Autoplay-Funktion auf YouTube ist der größte Abfuck. Das ist direkt rechts neben dem Video, zumindest am PC, dieser Knopf. Macht den aus, das ist so ein Scheiß. Weil nämlich die Videos auch nicht zwingend in der Playlist autogeplayt werden, sondern einfach irgendwelche Videos kommen. Macht das aus, das ist schrecklich. Soweit ich das bis jetzt sehen kann, war's das. Schaut einfach auch aktiv die nächsten Videos weiter. Da werde ich noch einige Dinge sagen, die mir jetzt entfallen sind. Vielleicht sogar extrem wichtige Dinge. Ich bin halt schon ein alter Mann. Eine wichtige Sache noch. Ich werde extrem wichtige Dinge nicht in Streams, beziehungsweise nicht nur in Streams sagen. Ich verstehe es voll und ganz, wenn man mal nicht zum Stream kommen kann oder wenn man gar nicht zu den Streams kommen kann, weil man vielleicht auch eine schlechte Leitung hat und die Streams nicht empfangen kann. Deswegen sage ich immer alles Wichtige auf YouTube, damit ihr jederzeit on demand die Sachen abrufen könnt. Ja, soweit so gut. Ich nehme jetzt fast 45 Minuten auf für dieses Giveaway. Das ist wirklich, das ist ein Brocken. Die anderen Giveaways, da nehme ich immer so 10 Minuten auf und hier bald eine Stunde. Ich möchte an der Stelle auch einfach wieder Danke sagen für eure Unterstützung, für alles, was ihr schon für mich gemacht habt, für die ganzen Skins. Nur durch euch sind die ganzen Giveaways möglich, weil ich so viele habe, die mir andauernd Skins schenken. Auch wirklich teure Skins. Selbst das Knife war geschenkt. Vielen Dank, Mervis, nochmal an dich. Du hast dieses Giveaway möglich gemacht. Du hast mir einfach ein 230, 240 Euro Knife geschenkt. Und du alter Gauner, willst du mir noch irgendwas schenken? Ich weiß es. Ah! Mervis kann man nicht aufhalten. Der kauft einfach die Welt auf. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, einen Daumen nach oben geben. Entweder für mich oder auch einfach für die gesamte Community. Wir sind die krasseste Figures auf der Welt. Die Dumbabla übernehmen. Kommt in die Steam-Gruppe. Wir sind bald 500 Leute. Und jetzt kommt der Abspann. Auch eine sehr wichtige Sache. Ein Link zu der Playlist, zu der das Video gehört. Es gibt die letzte Folge dieser Videoreihe. Und es gibt ein random Video. Dieses random Video wird aus euch ausgelesen. Also über einen Algorithmus wird geschaut, welches Video für euch am besten passen würde. Und natürlich noch mein Gesicht da oben.